Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um Mascara. Und zwar habe ich euch hier die 5 Favoriten aus der Drogerie mitgebracht. Die Top 5 sozusagen. Und die werden wir heute testen. Bin gespannt, wie die sind und vielleicht findet sich ja sogar noch einen neuen Favoriten für mich. Und falls ihr euch fragt, wer ich überhaupt bin, ich bin die Dominik, ich bin Make-up-Artistin und Schminkbräute für ihren großen Tag oder auch Models für Shootings. Falls ihr noch nicht genau wisst, was für Produkte man denn überhaupt für so ein schönes, natürliches, strahlendes Alltags-Make-up braucht, dann schaut gern unten in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch eine Make-up-Grundausstattung verlinkt. Und da empfehle ich euch Produkte, die sich während meiner Arbeit als Make-up-Artistin herauskristallisiert haben, dass die sehr gut sind und gut funktionieren. Und vor allem braucht man gar nicht so viel, um ein schönes Make-up hinzubekommen. Schaut gern vorbei. Dann legen wir mal los mit dem Video. Dann kommen wir jetzt zur Nummer 1. Das ist die beliebteste Mascara aus der Drogerie. Und zwar ist das die neue Maybelline Sky High Mascara. Die ist sehr gehypt und ich bin mal gespannt, ob sie eben dem Hype standhalten kann. Ich habe die schon einmal ausprobiert und ich fand sie gut, aber es ist nicht meine Favorite. Deswegen probieren wir das jetzt einfach nochmal aus und schauen einfach, wie sie mir dieses Mal gefällt. So, und dann nehme ich jetzt die Mascara. Und tusche jetzt einfach mal meine Wimpern. Ganz normal, wie immer. Ich finde es so ein bisschen witzig, dass die so nachgibt. Die ist so ein bisschen wabbelig vorne am Bürstchen. Irgendwie verklebt die mir jetzt gerade hier an dem Auge total. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so ist. Ich tusche mal noch leicht die unteren. Ich nehme dann jetzt mal hier so ein Wimpernbürstchen, mit dem ich jetzt hier dieses Geklumpe wieder ein bisschen auseinanderfriemeln kann. Also im Moment muss ich sagen, ist nicht mein Favorite. Also auch schlechter als das letzte Mal, wo ich es probiert habe, weil die eben hier meine Wimpern total zusammengeklebt hat. Ich meine, die Wimpern an dem Auge sind jetzt nicht meine schönsten, die am anderen Auge sind eh schöner, aber trotzdem doof. Also ich bin so semi überzeugt. Ich weiß auch noch nicht so genau. Beim ersten Mal fand ich sie ganz gut, jetzt heute verklebt sie mir meine Wimpern zu arg. Ich meine, gut, nur durch zweimal Nutzen kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie gut die jetzt wirklich ist. Das ist einfach mein erster bzw. zweiter Eindruck mal. Aber naja, gut. Schauen wir einfach mal, wie sie sich nachher, wenn das Make-up ein bisschen länger drauf ist, verhält, ob sie irgendwie bröselt, ob sie verschmiert. Das wird mich jetzt noch interessieren. So, hier bin ich wieder, einige Stunden später, mit hier noch fancy Klebetattoo. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt noch die Foundation, nein. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt noch die Mascara an, wie gut sie gehalten hat. Also im Endeffekt, meine Wimpern haben ihren Schwung eigentlich behalten, muss ich sagen. Ich hatte jetzt noch Fake Lashes drauf, deswegen weiß nicht, ob irgendwie hier zumindest der Eyeliner schon ein bisschen weg. Aber sie haben ihren Schwung soweit eigentlich gehalten, das finde ich echt ganz gut. Hier drüben habe ich gesehen, bröselt es ein bisschen. Hier jetzt auch ein, zwei Brösel, aber sonst ist es verschmiert nicht. Richtig gut. Also von dem her, Haltbarkeit ist echt top. Die paar Brösel, da kann man drüber wegsehen. Und hier habe ich jetzt die Alberta Mascara. Ich bin gespannt, wie die so ist. Gucken wir uns gemeinsam mal das Bürstchen an. Ah, okay, das ist jetzt so eins, einfach so ein größeres. Bin mal gespannt, wie ich da an meine unteren Wimpern hinkomme. Aber erst natürlich hier wieder Wimpern. Also ich finde, die fühlt sich relativ flüssig an. Ich meine, gut, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die benutze. Deswegen kann natürlich auch sein, dass es dann später nochmal ein bisschen besser wird. Aber ich finde, die macht die Wimpern super schön lang, aber nicht so voluminös. Und was steht denn hier drauf? Wofür ist denn die eigentlich gedacht? Ja, die ist halt für Volumen gedacht. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Länge voll schön. Also ich finde, die sehen super schön aus, meine Wimpern. Aber voluminös sind sie nicht. Ich warte auf jeden Fall meine zweite Schicht noch ab und dann gucken wir weiter. Also ich merke es euch jetzt an der zweiten Schicht. Es ist ein bisschen voluminöser geworden, aber eigentlich nicht unbedingt. Volumen würde ich jetzt nicht sagen. Und das Problem ist, hier außen meine Wimpern, entweder sie sind zu schwer oder die Mascara ist einfach zu flüssig und zu nass. Und mein Schwung, den ich mit der Wimpernzange gegeben habe, der fällt gerade so richtig schön ab. Also man sieht es an dem Auge vor allem total, finde ich. Da hängen die Wimpern außen jetzt halt wieder richtig runter, wie ich sie eigentlich auf gar keinen Fall haben will.
Also sie macht ein schönes Ergebnis. Ich muss mal abwarten, wenn ich sie ein paar Mal noch benutzt habe. Ich lasse ihr auf jeden Fall noch mal eine Chance. Am Anfang sind Mascaras oft mal ein bisschen anders, als wenn sie dann schon ein bisschen benutzt wurden. Aber im Moment überzeugt sie mich noch nicht so arg, dass ich sie nachkaufen würde. So, dann schauen wir uns jetzt mal nach einiger Zeit nochmal hier die Mascara an. Also, wenn ich euch jetzt mal so direkt angucke, ich finde, hier im äußeren Bereich, also meine Wimpern haben generell ihren Schwung wieder relativ stark verloren. Vor allem eben hier im äußeren Bereich. Volumen, finde ich, fehlt und der Schwung sinkt mir einfach zu stark ab. Also, kann natürlich bei euch auf jeden Fall anders funktionieren. Kann natürlich sein, dass bei euch eben der Schwung noch ein bisschen besser hält oder dass ihr vielleicht sogar mehr Volumen davon kriegt. Aber Volumen glaube ich jetzt eher weniger. Dann gehen wir zur nächsten. Von Catrice die Glam & Doll, allerdings in wasserfest. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil normalerweise mag ich wasserfeste Mascara nicht so gerne. Ich finde, man kann die immer ständig abschminken und man rubbelt dann immer so im Auge rum und dann habe ich immer das Gefühl, ich mache mir so viel Falten. Deswegen nutze ich es normalerweise nicht, hat aber natürlich auch seine Vorteile. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, mal die zu testen. Und ich habe sogar schon gehört, dass die eigentlich ganz gut zum Abschminken sein soll. Deswegen werde ich das auf jeden Fall dann auch testen. Als allererstes tue ich jetzt aber wieder die Wimpern biegen mit meiner Wimpernzange. Wo ist sie denn? Gefunden. So, gesagt, getan. Dann schauen wir jetzt mal. Okay, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen konisch zulaufendes. Konisch? Ich glaube, es ist konisch. Und hat so kleine Zacken eben dran. Sieht gut aus. Dann tragen wir es einfach mal auf. Okay, also es kommt nicht allzu viel Produkt mit. Das ist schon mal ganz gut. Die Wimpern werden gut getrennt durch die kleinen Zacken. Also wow, ich finde, das ist ja schon mal ein absolut krasser Unterschied. Ich meine gut, ich habe jetzt hier mit der Wimperntusche mir quasi eigentlich auch einen Eyeliner gezeichnet. Das mache ich dann nachher wirklich noch mit einem Eyeliner. Zu einem Eyeliner. Aber wow, wie das Auge geöffnet wird, wie die Wimpern lang sind. Vielleicht ein bisschen wenig Volumen, aber für die Länge und für diese optische Veränderung. Also wirklich, wirklich wow. Nicht schlecht, die kann wirklich was. Also wie gesagt, ein bisschen mehr Volumen hätte ich mir vielleicht gewünscht, dann wäre es die perfekte Mascara. Jetzt gucke ich nachher noch, wie sie es abschminken lässt. Und aber ansonsten bis jetzt einwandfrei wirklich. Dann habe ich jetzt hier die Nummer 4 für euch. Das ist von Catrice die Glam & Doll False Lash Mascara. Im Endeffekt die wie Nummer 3, nur nicht in wasserfest. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die sich so schlägt. Ah ja, bevor ich die nutze, muss ich natürlich wieder hier meine Wimpern biegen mit der Wimpernzange. Das mache ich noch schnell. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man schöne Wimpern hinkriegt, schaut gerne das Video an, wo ich euch 5 Hacks zu schönen Wimpern eben zeige. Ah, okay. Ja, guckt mal. Die ist ein bisschen anders geformt. Die ist so ein bisschen auf einer Seite eigentlich... Ja, so ist es so ein bisschen gebogen, ist die Bürste. Nach der ersten Schicht sind sie jetzt echt schon richtig schön lang. Also so richtig voluminös noch nicht. Aber sie haben eine schöne Länge bekommen. Und ich warte jetzt auf jeden Fall, ich lasse es noch kurz trocknen und warte dann nochmal die zweite Schicht ab, weil ich mache ja gerne 2 Schichten drauf. So, also ich finde, die macht wirklich richtig schöne lange Wimpern. Was mir jetzt aufgefallen ist, sie hält hier außen meinen Schwung nicht so gut. Da setzen sich meine Wimpern gerade schon wieder so ein bisschen nach unten. Wahrscheinlich sind dann einfach 2 Schichten doch zu viel und eben, wie gesagt, es hält nicht so gut. Aber naja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde die trotzdem voll schön, also ich kann die super empfehlen auf jeden Fall für den ersten Blick. Also ich habe es jetzt ja das erste Mal ausprobiert. So, dann kommen wir jetzt zu der 5. im Bunde. Und zwar ist das hier die Volume Million Lashes Extra Black von L'Oreal. Und die wollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Bin ich sehr gespannt, wie die ist. Ich tue natürlich erst wieder hier meine Wimpern biegen, damit wir wie immer die gleichen Voraussetzungen haben und testen können, ob der Schwung hält oder nicht oder wie oder was. So, und schauen wir mal, was für ein Bürstchen diese Mascara hat. Aha. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Also das
ist nicht so normal wie so ein großes Bürstchen, sondern das sind wie so kleine Idi-Spitzen raus. Gut, die sind es meistens auch. Also es fühlt sich so ein bisschen hart an, die Bürste. Also sagen wir so, sie ist schon so nachgiebig, aber ich finde die kleinen Igel-Dinger da dran fühlen sich schon so ein bisschen hart an. Und dann gehe ich auch mal hier unten an die unteren Wimpern. Man kommt eigentlich schon ganz gut hin. Also ich hatte jetzt ein bisschen Bedenken, ob ich da vielleicht nicht total formal. Gut, habe ich jetzt hier auf der Seite, weil es doch so ein bisschen größeres Bürstchen ist. Dann ist halt oftmals schwierig, so an die unteren Wimpern hinzukommen, ohne jetzt wirklich den unteren Wimpernkranz, also die Haut darunter anzumalen. Sie geben Länge und auch ein bisschen Volumen, wie ich finde. Und ja, also ich muss sagen, hier auf der Seite, da sinkt der Schwung gerade schon wieder so ein bisschen ab. Ich meine, gut, ich habe auch gleich schon relativ viel Mascara drauf gemacht. Und ich finde, die Mascara, die verklebt so ein bisschen die Wimpern, aber ich finde es im Moment noch nicht so schlimm. Muss halt nur gucken, wie es dann bei der zweiten Schicht aussieht. Und nicht wundern, ich habe hier so ein bisschen Stressherpes bekommen. Immer wenn ich ein bisschen gestresst bin, kommt es oft vor. Und ich hatte jetzt so einen Flaschen drauf. Und irgendwie hat es witzigerweise hier genau am Rand, ist so rot geworden. Okay, also eine zweite Schicht würde ich nicht empfehlen. Das sieht nicht so schön aus zwischen meinen Bürstle. Hier hinten. Das muss ich auf jeden Fall noch. Das muss ich auf jeden Fall jetzt ausbürsten. Dass die Wimpern nicht so krass verkleben. So, und das ist jetzt das Ergebnis mit Volume Million Lashes von L'Oreal. Ihr könnt ja dann gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Mascara ihr am schönsten fandet. Und meine Favoriten sind hier auf jeden Fall die beiden. Ich muss sagen, ich bin ja gar kein Fan von wasserfester Mascara, aber die hat mich echt umgehauen, weil man die halt echt auch gut abschminken kann, wieder mit einem speziellen Öl einfach. Und die Skahel-Mascara fand ich auch sehr, sehr toll. Allerdings bin ich da ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir mehr davon erwartet. Die ist trotzdem sehr, sehr gut. Also generell, man kann eigentlich sagen, die drei sind so meine Favorites von denen. Und die kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Wobei bei Wimpern ist ja immer noch so dieses Ding, das muss ich auch jetzt einfach nochmal dazu sagen. Jeder hat andere Wimpern. Für jeden funktioniert irgendwie was anderes. Von dem Bürstchen, von der Formulierung her. Deswegen, Aber ich finde es trotzdem interessant, dass eben gerade diese fünf Mascaras bei den meisten Leuten in der Drogerie einfach am besten ankamen und deswegen wollte ich die für euch testen. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche davon eure Lieblingsmascara ist oder welche ihr jetzt auf jeden Fall ausprobieren wollt. Und dann sehen wir uns bald in einem neuen Video wieder. Tschüss!